Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Heute wird es wieder kommunalpolitisch bei uns. Es geht um die Kommunalwahlen hier in Schwerin. An meiner Seite ist Silvio Horn, er ist der Fraktionsvorsitzende der unabhängigen Bürger in der Schweriner Stadtvertretung. Herr Horn, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie haben sich was vorgenommen für die nächste Legislaturperiode? Ja, eine ganze Menge. Genau. Ist das alles umsetzbar oder ist das vieles Wunschdenken? Naja, man versucht schon, Ziele zu formulieren, die man auch umsetzen kann und keine leeren Versprechungen zu geben. Aber am Ende hängt die Möglichkeit, etwas umsetzen zu können, immer von Mehrheiten ab. Das heißt also, man muss mit den anderen Parteien und Wählergemeinschaften um Mehrheiten ringen und versuchen, seine Ideen auch durchzusetzen. Das ist sozusagen ja das Spiel der Politik. Und in diesem Rahmen wollen wir gerne versuchen, unsere Ansätze natürlich durchzubekommen. Ich habe mir mal Ihr Kommunalwahlprogramm runtergeladen und mir da auch bestimmte Sachen angestrichen. Also das liest sich ganz interessant. Sie haben drei große Themen miteinander in Schwerin. Ja. Ganz kurz, was verbirgt sich dahinter? Nur sozusagen das Fazit? Das beschreibt, wie wir uns vorstellen, dass wir in der Stadt Gesellschaft zusammenleben. Und da wollen wir insbesondere das Thema Mitwirkungsrechte von Bürgern genau, da würden wir nochmal ins Detail gehen. Ja. Das zweite große Thema ist Gestaltung unserer Stadt. Ja. Das ist alles das, was die äußere Hülle anbelangt, unserer Stadt. Infrastruktur und so weiter und so fort. Ganz genau. Straßen. Es geht um Bauen, um Barrierefreiheit, um Radverkehr, um die Dinge, wie sich unsere Stadt weiterentwickeln soll. Genau. Und das nächste große Thema Bildung, Erziehung, Betreuung. Auch das ein sehr spannendes Thema. Da hatten wir gerade in Schwerin hier den Fall der Lindgren-Schule, wo ein Direktor praktisch gehen muss und ein neuer, der nicht gewollt ist, kommt. Können Sie uns das nochmal erläutern aus Ihrer Sicht? Na, das konkrete Beispiel, das steht noch gar nicht fest, aber das steht im Raum. In diesem Abschnitt in unseres Wahlprogramms geht es also um die Frage, wie wollen wir die Schule zukunftsfähig aufstellen? Wie gehen wir mit Lehrermangel um? Wie stärken wir die Rechte der Eltern in allen schulischen Angelegenheiten? Wie schaffen wir es vielleicht, den Schülernahverkehr so zu optimieren, dass es für alle das Beste ist? Und zum Beispiel Lindgren-Schule zurück, das ist eine Schule im sozialen Brennpunkt, wie das so schön heißt, auf dem großen Dreh. Da gibt es massive Probleme mit der Personalausstattung, aber jetzt auch mit der Führung der Schule. Und die Eltern sagen uns, wir haben also Sorge, dass unsere Bedenken nicht gehört werden. Es gibt da ein Stillschweigen auf Seiten des Bildungsministeriums oder des staatlichen Schulamtes. All das sind so Dinge, wo wir sagen, das muss mal neu überdacht werden, da muss man mal neue Lösungsansätze diskutieren und im politischen Raum der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik auch neue Wege gehen. Und wie würden diese neuen Wege aussehen? Das heißt, dass mehr Mitbestimmung, mehr Selbstverwaltung in der Hand der Kommunen liegen soll. Ja, wir haben beispielsweise uns als Ziel gesetzt, das Thema Kommunalisierung von Schulen in die politische Landschaft zu tragen. Um es kurz zu erläutern, wir haben im Moment in unseren staatlichen Schulen eine Zergliederung in der Trägerschaft. Die Stadt ist für Dach und Fach und für die Sekretärin zuständig. Das Land wiederum für das Lehrerpersonal. Und schließlich gibt es noch freie Träger, die auch zuständig sind, beispielsweise für den Hort. Bei Privatschulen ist das anders. Da gibt es eine Trägerschaft, alles aus einem Guss, alles in einer Hand. Und wir sagen, lasst uns diesen Gedanken mal zu Ende denken. Ist es möglich, Schulen zu kommunalisieren? Das heißt, dass die Stadt allein zuständig ist in allen Fragen des Personals, von Dach und Fach und auch von Betreuungsangeboten. Aber wenn ich mir das Defizit von Schwerin anschaue, dann bin ich ganz froh, dass das in Landesträgerschaft ist. Also zumindest mit den Lehrern, mit dem Personal. Ansonsten wären da wahrscheinlich noch größere Löcher oder die Stadt würde auch auf den Gedanken kommen, Schulgeld zu erheben. Nein, das natürlich nicht, weil es gibt viele andere Beispiele, wo Bundes- und Landesaufgaben durch die Kommune ausgeführt werden und die Finanzmittel vom Bund oder Land zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise im Bereich der sozialen Sicherung, aber auch in anderen Bereichen. Und natürlich müsste das Finanzvolumen für das Lehrerpersonal an die Kommune umgesteuert werden. Das heißt, da dürfte es keine Budgetängste geben nach dem Motto, naja, die Stadt, die ist ja klamm und dann werden die Lehrergehälter eingefroren. Das ist natürlich nicht beabsichtigt, sondern wenn wir diesen Prozess tatsächlich anstoßen können und es vielleicht ein Modellprojekt gibt, kommunale Schule, dann müssten natürlich die Lehrergehälter über die Umsteuerung von Finanzmitteln des Landes in die Kommune gezahlt werden. Das ist natürlich klar. Ja, eine Forderung von Ihnen ist kostenloses Schülerticket. Da müsste auch das Land stärker mit zur Kasse gebeten werden, oder? Nein, nicht zwangsläufig. Es gibt im Moment eine Regelung landesgesetzlich, dass ab bestimmten Kilometergrenzen
die Schüler kostenlos zur Schule fahren und wieder nach Hause. Das sind allerdings willkürliche Grenzen von 2 und 4 Kilometern und es begrenzt sich auch nur auf die schulischen Fahrten, nicht für Freizeitaktivitäten, für Sport und Bildungsangebote außerhalb der Schule. Und unser Vorschlag ist es, wir haben dazu eine Initiative eingebracht, ähnlich wie in Rostock, da ist der Beschluss bereits gefasst, dass wir den kostenlosen Schülernahverkehr in Schwerin einführen. Und die Mittel, die dafür erforderlich wären, müssten wir als Kommune selbst aufbringen. Und wie könnte das funktionieren? Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt ist es natürlich so, dass wir dann dieser Aufgabe Priorität oder zuordnen müssten. Und darüber, und da schließt sich wieder der Bogen zu unserem Kommunalwahlprogramm, können wir uns sehr gut einen Bürgerentscheid, eine Bürgerbeteiligung vorstellen. Nämlich in der Frage, ist uns Schülerbeförderung so wichtig und wertvoll, wollen wir die Familien entlasten und fördern, dass wir das Geld, was zusätzlich erforderlich ist, in die Hand nehmen. Rostock hat diesen Weg bereits beschritten. Da gab es jetzt gerade vor letzter Woche Einigungsgespräche mit dem Land. Die Stadt wird also einen höheren Zuschuss an den örtlichen Nahverkehrsbesorger bezahlen und das kostenlose Schülerticket einführen. Diesen Weg halten wir für sehr gut und für Schwerin vorstellbar und denkbar. Also, dass Schwerin auch den Zuschuss erhöht und damit auch das Defizit. Genau, der Nahverkehr ist ja sozusagen Geschäftsbesorger. Die Stadt zahlt einen fest definierten Zuschuss an den Nahverkehr und danach richten sich Tarife, Streckennetze etc. Nur, um es mal aufzugreifen, die Busse fahren so oder so. Ob die Schüler ganztägig kostenfrei fahren oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und wir wollen natürlich Individualverkehr vermeiden. Elterntaxis ist ein Problem, was immer wieder zu Schwierigkeiten führt etc. Also wir versprechen uns da sehr viele Effekte und vor allen Dingen eine Entlastung der Familie. Wollen wir das Thema Bildung abschließen mit dem letzten Punkt Hochschule für Schwerin, Universität. Ja. Auch dort gibt es viele Initiatoren, die Stadt momentan unsicher machen, wenn man so will, mit der klaren Forderung, Schwerin braucht eine Hochschule, eine Universität. Auch Sie haben da was in Ihrem Wahlprogramm. Sie fordern die Verlegung der Hochschule für Musik und Theater von Rostock nach Schwerin. Das ist jetzt keine Satire gewesen. Naja, das ist vielleicht etwas zu drastisch formuliert. Wir fordern gar nichts. Wir sagen, es gibt ideale Voraussetzungen für diesen Studiengang, für diese wissenschaftliche Einrichtung. Musik und Theater haben eine lange Tradition und eine hohe Qualität in Schwerin. Wir hätten beste Voraussetzungen, um so einen Studiengang in Schwerin anzusiedeln. Erst recht, wenn man bedenkt, dass auch andere Einrichtungen nach Rostock gegangen sind in jüngster Vergangenheit, wie das Archäologische Landesmuseum oder wo die Landesregierung auch Rostock pusht und unterstützt im Bereich Bundesgartenschau. Wir sagen, wir brauchen einen Ausgleich dafür und diese Hochschule für Musik und Theater oder eine Außenstelle würde sehr gut zu Schwerin passen. Deswegen sagen wir, das wäre ein Punkt, den wir uns sehr gut vorstellen können, den wir nach vorne bringen wollen, die Diskussion dazu anfachen und versuchen, das umzusetzen. Auch mit dem Archäologischen Landesmuseum würde ich noch nicht klein beigeben. Ne? Das ist ja, der Bau ist strittig, das stimmt. Der Bau ist strittig, weil man in Rostock ja am Wasser bauen will. Und hier in Schwerin hätten wir schon Strukturen. Also da können Sie ruhig nochmal, wie sagt man, den Hut in den Ring werfen. Meinen Sie, das hätte noch eine Chance? Wir können es ja mal versuchen. Okay, das zweite große Thema, Gestaltung unserer Stadt. Sie haben es angesprochen, dabei ist Ihnen Barrierefreiheit besonders wichtig. Ja. Nun ist in den letzten Jahren noch schon sehr viel passiert bei dem Thema, aber noch nicht genug Ihrer Meinung nach. Nein, da ist noch nicht genug passiert. Ich bringe gleich mal ein Beispiel. Wir haben mit unserem Antrag es geschafft, dass wir bei der Stadt eine hauptamtliche Behindertenbeauftragte haben. Die hat gerade ihren Dienst aufgenommen. Das Büro ist allerdings nicht barrierefrei erreichbar. Und da zeigt sich schon im Grunde genommen, dass wir noch Barrieren in den Köpfen haben. Oh, das ist ein Thema. Das ist ein Thema für uns. Das schreibe ich mir mal auf. Die Frau Hennings ist die neue Behindertenbeauftragte und ihr Büro ist im 5. Stock des Stadthauses. Mhm. Und da gibt es eine Feuerschutztür und die kann ein Behinderter im Rollstuhl nicht alleine aufmachen. Und da kann man natürlich nicht sagen, naja, zu den Öffnungszeiten stellen wir das sicher oder man kann ja klingeln oder so. Selbstbestimmtes Leben, Barrierefreiheit, wann immer ich es will und nicht auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen zu sein, das ist das, was wir wollen. Und da sagen wir anhand dieses Beispiels, da gibt es noch ganz viel zu tun in dieser Stadt. Ich rede jetzt noch nicht mal von den baulichen Barrieren, die es auch gibt, aber dieses Beispiel mag vielleicht verdeutlichen, dass wir da bei diesem Prozess, bei allen Erfolgen, die wir errungen haben, noch am Anfang stehen und dass da noch ganz viel geschehen muss, erst recht deswegen, weil
Barrierefreiheit betrifft nicht nur Behinderte, sondern auch ältere Menschen oder Menschen, die mobilitätsbehindert sind im Sinne von, wir haben es nicht so einfach im öffentlichen Raum, wie auch zum Beispiel Familien mit Kinderwagen etc. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft, wir müssen uns dieser Herausforderung mehr als bislang stellen. Gestaltung unserer Stadt, dazu gehört meiner Meinung nach auch zum Beispiel ein Gebetshaus für Muslime. Sie waren nicht dagegen, Sie waren aber gegen den Standort und haben in der Stadtvertretung zusammen mit der AfD gestimmt, dass es einen Bürgerentscheid geben soll. Ja. Warum? Weil wir der Meinung sind, Bürgerentscheide sind ein wichtiges Instrument in unserer Gesellschaft. Die Verfassung sieht es vor und in dieser wichtigen Frage sollte man die Meinung der Bevölkerung einholen. Es gibt dafür Beispiele, dass solche Bürgerentscheide genau in dieser Frage durchgeführt worden sind. Und ich finde, es ist eine schlechte Beratung, wenn man sagt, wir haben Angst vor einem bestimmten Ergebnis eines Bürgerentscheides und deswegen führen wir ihn nicht durch. Im Gegenteil, ich sage, es erzeugt Frust bei der Bevölkerung, wenn die Chance da ist, ein Bürgervotum einzuholen und man es an formalen Gründen scheitern lässt. Deswegen haben wir für die Durchführung eines Bürgerentscheides gestimmt gestern in der Stadtvertretung. Wir haben das schon immer in dieser Frage so vertreten. Wir wollten, dass die Frage der rechtlichen Zulässigkeit beispielsweise in den Fachausschüssen diskutiert wird. Das ist immer abgelehnt worden. Das bedauern wir sehr, weil am Ende bleibt doch jetzt stehen, die Bürger bekommen nicht die Möglichkeit der Mitwirkung. Und die AfD fühlt sich in eine Opferrolle gebracht und schlägt daraus möglicherweise noch Potenzial. Deswegen sagen wir haben eine Chance vertan. Aber Sie haben auch ganz klar gesagt, Sie sind für den Bau eines Gebetshauses für Muslime. Muss ja nicht immer über Moschee. Bei Moschee hat man Vorstellungen von vielleicht 4 Minaretten. Es geht um das Gebetshaus, es geht um was Bescheidenes vielleicht. Letztendlich, wo die Menschen ihr Recht auf Religionsausübung wahrnehmen können. Das würden Sie auch unterstützen? Die verfassungsrechtlich garantierte Religionsfreiheit darf nicht angetastet werden. Nur es steht nirgendwo geschrieben, dass die Stadt Grundstücke verkaufen oder verpachten muss. Die Stadt darf die Religionsausübung nicht behindern. Das tut sie auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Im Gegenteil. Aber die Frage, ob die Stadt das proaktiv durch Veräußerung oder Verpachtung eigener Grundstücke tun muss, das war die Frage, die hier zu beantworten war. Und die zweite Frage war, ist es im Moment der richtige Weg, in der Otto-von-Guericke-Straße eine Moschee oder ein Gebetshaus oder ein interkulturelles Begegnungszentrum in Zuständigkeit des Islamischen Bundes zu bauen. Da sagen wir gemeinsam mit der CDU beispielsweise und auch der AfD, dass dieser Standort nicht der richtige ist, weil wir dort einen sozialen Brennpunkt haben und alles, was wir im Grunde genommen auf Seiten der Stadt beschlossen haben, um sogenannter Segregation entgegenzuwirken, damit nicht erreicht wird, sondern noch verstärkt wird. Das heißt, wir ballen dort an einem Standort das, was wir eigentlich entzerren wollen. Soziale Entmischung ist das Stichwort. Nur die Frage, wo alternativ, die stand gar nicht im Raum gestern. Gut, ein letztes großes Thema Miteinander in Schwerin, das haben wir natürlich auch bei dem Thema, wie können natürlich Menschen sich begegnen, auch unterschiedlicher Religionsgemeinschaften. Mhm. Was sagen Sie, was sind Ihre Angebote dafür, was sollte da stattfinden? So ein interreligiöses Begegnungszentrum wäre doch schon mal eine Möglichkeit. Das gibt es schon, den interreligiösen Dialog gibt es mit vielfältigen Veranstaltungen jedes Jahr. Ein Erfolgsprojekt nach meinem Dafürhalten und das kann so fortgeführt werden. Dafür haben sich auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften ausgesprochen. Also da sehe ich jetzt keine Notwendigkeit, dass irgendwelche Bauten errichtet werden. Ja. Also das Thema Miteinander in Schwerin berührt mehr die Frage, wie gehen wir miteinander um? Wie ist das Verhältnis zwischen Bürger und Verwaltung, zwischen Verwaltung und Vertretung etc.? Und da sagen wir beispielsweise, dass der Stadtrand von Schwerin nicht abgehängt werden darf, dass wir da Sorge haben müssen, dass es zu reinen Schlafstätten, dass es Entwicklung zu reinen Schlafstätten hin gibt. Da müssen wir entgegenwirken. Und wir haben beispielsweise auch die Stadtverwaltung beauftragt für solche Ortsteile wie Wickendorf oder Friedrichsthal, wo wir eine enorme Bautätigkeit haben, mal die Entwicklungsbedarfe in die Zukunft gedacht aufzuzeigen. Daran mangelt es im Moment. Wir weisen Baugebiete aus, wir haben Zuzug und dann stellt sich die Frage, wie gestaltet sich das Leben vor Ort? Also diese Problemkreise beschreiben wir in diesem Absatz unseres Wahlprogramms. Ja, sehr interessant. Da, wo Sie gepunktet haben, die Unabhängigen, war auf alle Fälle das Thema Straßenbau, Ausbaubeiträge. Ja. Straßenausbaubeiträge, so ist es richtig. Dort finden nach wie vor Demonstrationen statt, an denen Sie sich auch mit beteiligen. Mhm. Warum muss immer noch demonstriert werden? Der Landtag hat doch da schon entschieden.
Es gibt Absichtserklärungen, das ist richtig. Man hat das Thema vor der Kommunalwahl eingesehen und abgeräumt, aber die Umsetzung ist offen. Und da geht es im Moment um die Frage, welcher Stichtag gilt. Ja. Und zum Zweiten... Aber es muss da irgendeinen Stichtag geben, oder nicht? Ein Stichtag muss es geben. Die Frage ist, wie wird er ausgelegt? Ja. Im Moment ist es so, dass die Gesetzesänderung zum 01.01.2020 in Kraft treten soll. Ja. Es gibt eine Erklärung, dass wir einen Übergangszeitraum vom 01.01.2018 haben, der sagt, im Grunde genommen, alle Baumaßnahmen, die bis dahin nicht begonnen worden sind, ja, die werden auch nicht mehr abgerechnet. Wir sagen, da braucht es jetzt Verbindlichkeit und wir müssen vor allen Dingen auch an diejenigen denken, die aus der Stichtagsregelung rausfallen. Da muss es Härtefallfonds geben, weil ich habe das Beispiel schon mal hier erläutert bei Ihnen in der Sendung. Wir haben im Bereich der Roganer Straße Anlieger, die hätten über 100.000 Euro zahlen müssen. Und wir haben auch bei Altmaßnahmen, die noch unter das alte Recht fallen werden, Bürger, die sehr hohe, vier- und fünfstellige Beträge aufbringen müssen. Und unsere Vorstellung ist, dass es dafür einen Härtefallfonds gibt, weil klar ist, bei Stichtagen fallen immer Bürger nach hinten runter. Ja. Dass man das nicht 20 Jahre rückwirkend machen kann, ist klar. Aber wenigstens der Versuch, dort Härten abzufedern. Ist das ein Thema, was viele Schweriner bewegt? Ja. Ja. Wir haben alleine in Schwerin für die Volksinitiative Faire Straße 10.000 Unterschriften gesammelt. Und die kamen nicht nur von Grundstückseigentümern. 10.000, das ist also fast 25% des notwendigen Quorums für die Volksinitiative. Daran sehen Sie, dass wir hier in Schwerin da auch so ein Stück weit Keimzelle dieser ganzen Bewegung waren. Und deswegen ist das ein großes Thema in Schwerin. Ich habe es jetzt nicht parat. Wie viele Mitglieder sind Sie jetzt in der Stadtvertretung? Wir sind derzeit 5. Wie viele wollen Sie werden? 10. 10, okay. Man muss sich ja Ziele setzen, ob das bei der nächsten Wahl zu erreichen klares sein Ziel, wird, müssen wir abwarten. Klares Ziel, Herr Horn. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit weiterhin. Liebe Zuschauer, Sie haben am 26. Mai die Qual der Wahl, hier was Schweriner Stadtvertretung anbelangt, Kommunalwahl, Europawahl. Und dann habe ich gehört, die IHK wählt auch noch ein Parlament. Also falls Sie Unternehmer sind, können Sie auch da noch zur Wahl gehen. Also bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.